Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Mai-Sendung von Leiten Skyline. Die Eröffnung der Kinderkrippe, das war ein freudiges Ereignis für den ganzen Hauptplatz, für die Eltern und natürlich auch für die Kinder. Am 28. Februar heurigen Jahres wurde, wie bereits berichtet, die Kinderkrippe am Hauptplatz an den Betreiber, die Pfarre von Leiten, übergeben. Am 22. April erfolgte nun die offizielle Eröffnung mit Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, Bürgermeister Johannes Wagner, dem Team der Kinderkrippe und zahlreichen Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die musikalisch feierlich umrahmt wurde. Eingangs stellte Cornelia Stamberger, die gleichzeitig durch die Veranstaltung führte, das Projekt Gemeinsam stark für Kinder vor, das ihn von Leiten für zahlreiche Initiativen verantwortlich zeichnet. Herzzerreißend war dann der Auftakt mit den Kindern, die musizierten, tanzten und trotz des schlechten Wetters für fabelhafte Stimmung sorgten. Naja, bei der Eröffnung heute ist wirklich das Herz aufgegangen, weil es ist ein Projekt umgesetzt worden mit der Kinderkrippe mitten in unserem Herz von unserer Gemeinde am Hauptplatz, wo, ich glaube, alles zusammenpasst. Die Kleinsten haben sich gefreut mit dem Tanz und allem und wir haben eine gute Betreuung für die Eltern gefunden, dass sie hier am Hauptplatz das vorgefunden haben, gemeinsam mit den Partnern von der Diözese, mit der Pfarre, gemeinsam mit der Firma Granit, es ist mit Land Steiermark. Also es ist ein rundes Projekt, wo man einfach nur froh sein kann und wenn man sich hier umschaut, man fühlt sich einfach wohl. Auch für die zuständige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß ist diese Kinderkrippe, aber auch das gesamte Engagement der Stadtgemeinde für Betreuung und Bildung, auch gerade für Kinder und Jugendliche, vorbildlich. Die Gemeinden draußen sagen ja oft, wir sind von Abzug betroffen, die Leute ziehen weg. Ja? Und was brauchen die jungen Familien, was brauchen die Menschen, damit sie in den Regionen bleiben? Die brauchen einfach eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da ist es ja so wichtig, dass wir Kinderkrippen haben, Kindergärten haben, Schulen haben. Von Leiten ist auch noch eine gemeinsam stark für Kindergemeinde. Ja? Man versucht wirklich alles zu tun, um die Einrichtungen, die man hat, auch zu vernetzen. Ja? Und den Eltern auch zu sagen, was gibt es hier? Den Kindern zu zeigen, was gibt es? Den Jugendlichen zu zeigen, was gibt es? Gemeinden können sich damit sehr attraktiv machen und attraktiv gestalten. Und das ist hier gelungen. Ein absoluter Fest- und Feiertag ist die Eröffnung für das gesamte Team rund um Leiterin Ingrid Vorhaber. Ich bin so glücklich, so ein junges Team zu haben, die mich mitreißen. Und sie sind so dankbar, dass sie von meiner Routine und meinem Alter profitieren. Ja, und was nimmt Ingrid Vorhaber selbst mit dieser Geschichte? Dass ich vor vielen, vielen Jahren den richtigen Beruf ergriffen habe. Dass es mir immer wichtig war zu geben, weil ich dann auch nehmen durfte. Und ein Ganzes zu sehen. Es ist nicht fruchtbringend zu sagen, zuerst ich und dann die anderen. Es ist nicht gut zu sagen, die Chefin bin ich, sondern zu spüren, ich bin ein Teil eines Teams und jeder hat etwas, kann etwas, weiß etwas, das das Team weiterbringt, das den Kindern hilft. Einfach zu sagen, wir. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen und gilt wohl für viele Bereiche in unserem Leben. Mit der Kick-Off-Veranstaltung Art and Business im TMC gab es ein absolut spannendes Format im Technologiepark in von Leiten. Zu einer ungewöhnlichen Kick-Off-Veranstaltung kam es Anfang April im TMC, dem Technologiepark von Leiten. Die Vernissage der Kunstausstellung der Bilder von Michael Reimann und Florian R. Kastner war Angelpunkt, gleich mehr daraus zu machen, das heißt Kunst und Wirtschaft zu vernetzen. So hat TMC-Geschäftsführer Hannes Schuster mit Wirtschaftsbundobmann Franz Zieber auf dieser Basis mit den Protagonisten des Abends gleich ein ganzes Event aufgezogen. So gab es im Rahmen zweier Impulsvorträge Einblicke in die wirtschaftliche Gegenwart des heimischen Global Players Comptech, durch deren Geschäftsführer Heinz Leitner auf der einen Seite und des gut einem Jahr am Hauptplatz befindlichen Modegeschäftes von Margit Hörzer, die erst Anfang März ein zweites Geschäft aufgezogen hat.
Den kulturellen Teil gab es durch die Vernissage der Bilderausstellung, die noch bis 7. Juni zu den normalen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag im TMC zu besichtigen ist. Unbewusst betritt man dann den Raum und die Ausstrahlung der Werke, auch wenn man das nicht gleich immer bewusst wahrnehmen kann. Es ist aber da und diese Schwelligkeit, diese Möglichkeit, diese Ausstrahlung auch irgendwie zu erfahren, wenn man dann vielleicht auch tagtäglich hier ein- und ausgeht, gibt es eben die Möglichkeit dieser unbewussten Aufnahme von Kunst und dann fällt dann vielleicht ein bisschen was auf einmal, okay, das oder man sagt, okay, das war vielleicht immer schon so, dann ist es auch nur ein Kompliment. Gell? Gleich im Eingangsbereich befindet sich der sogenannte Blick ins Blaue mit seiner besonderen Bewandtnis. Die Idee ist mir eigentlich gekommen, wieder in der Natur, beim Bewegen, dass man eigentlich, wenn man durchblickt durch das Grüne und in die Entfernung schaut, werden auch Grüntöne, natürlich blau, das weiß man als Landschaftsmaler, und das erfährt man in der Natur und genau diesen Ausblick wollte ich natürlich auch Rezipienten in der Kunst etwas näher bringen, aus der Entfernung im wahrsten Sinne des Wortes. Und so hat es eine irrsinnig beruhigende Wirkung einerseits, aber es ist natürlich ambivalent, bedeutet also auch, dass eine gewisse Spannung drinnen steckt. Zusätzlich hat der Künstler auch noch ein besonderes Zuckerl parat. Es sind alle eingeladen, natürlich, sich hier zu positionieren, einmal diesen Blick ins Blaue einfach zu genießen oder zu erfahren. Und wenn man sich damit mit einem Selfie, damit festhält bei diesem Blick ins Blaue und das einschickt an die E-Mail-Adresse oder eben die Möglichkeit hat, das kundzutun bis 8. Juni, weil solange ist die Ausstellung hier noch zu sehen, gibt es ein Bild, ein Exponat von mir im Wert von 700 Euro. Von der Kunst grätschen wir dann wieder rüber zur Wirtschaft. Die seit heurigem Jahr im TMC ansässige Modefirma Style Mafia hat ihr Label erstmals mit einer pfiffigen Modeschau am roten Teppich direkt im Foyer des TMC präsentiert, bei der auch Bürgermeister Johannes Wagner, mittlerweile ein gefragtes Model bei den heimischen Shows, wieder perfekte Figur machte. Für die Style Mafia von Julia Eberl und Bernds Mode war es auch eine gute Gelegenheit, ihren Shop im TMC zu bewerben. Wir haben im November mit unserem Online-Shop gestartet und sind dann schnell draufgekommen, wir brauchen ein größeres Geschäftslokal, sind dann gleich im TMC fündig geworden. Eigentlich war ja nur die Idee, einen Online-Shop zu machen, aber wir wollten dann auch für unsere Kunden öffnen. Ja, unsere Produktpalette geht von Mode bis Beauty-Sachen und seit Neues nach Parfums. Neben dem Online-Shop besteht auch die Möglichkeit, direkt in den Regalen im Store zu stöbern. Wir haben jeden Freitag von 9 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet und es gibt auch die Möglichkeit, im Online-Shop zu bestellen und es dann bei uns abzuholen. Die Firmen, die Kunst und das ganze TMC haben sich vor rund 200 Gästen bestens präsentiert. Coole Kunst, coole Mode und eine coole Location für Innovation, Design und wirtschaftliche Perspektiven. Der Künstler Edwin Eder war eine herausragende Persönlichkeit in von Leiten. Jetzt wurde sein Buch im Rathaus vorgestellt. Die Buchpräsentation des großen von Leitner Künstlers Edwin Eder war ein sehr emotionaler Abend. Kurator Dr. Kurt Herrler und die Stadtgemeinde als Herausgeber durften eine Vielzahl an Besuchern begrüßen. Eder ist wohl einer der, oder wenn nicht der Künstler von Leiten. Und es gebührt ihm der Respekt und auch die Anerkennung und auch das Erinnern an seine Werke, die ja in ganz von Leiten präsent sind. Naja, Edwin Eder begleitet mich jeden Tag, nämlich indem, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze oder bei der Besprechung sitze, ihn an meiner Seite habe, nämlich mit einem wunderschönen Bild von Leiten. Die Gäste hatten sich im Rathaussaal eingefunden, um den Ausführungen von Kurt Herrler zu lauschen, genossen den Abend und tauschten so manche gemeinsame Erinnerung und Verbindungen mit Edwin Eder aus. Ja, ich kenne den Edwin Eder seit meiner Jugend, als ich ihn zum ersten Mal im Adriach Atelier begegnet bin.
und hat mich fasziniert. Er war ein unabhängiger Geist, ein freischaffender und freidenkender Mensch und offensichtlich mit einem fantastischen Können. Zahlreiche Bilder des Künstlers sind in den Gängen des Rathauses aufgehängt und das Buch selbst gibt es bei Buch & Co. um 25 Euro, aber auch zum Ausleihen. Die Werke Edwin Eders sind für immer untrennbar mit von Leiten verbunden. Eine bunte Palette, was sich so abgespielt hat, vom Besuch der Auslands von Leitner über den Musikfrühling bis hin zur Südsteiermark-Klassik, gibt es in den folgenden Kurzbeiträgen. Von Leiten ist Heimat, das gilt besonders für jene, die es fortgezogen hat. Zu Ostern freut es auch die Daheimgebliebenen, die Auslands von Leitner zu treffen. Nach zweijähriger Corona-Pause mussten auch zahlreiche Ehrungen und Geburtstage nachgefeiert werden, freut sich Obmann Peter Neuhold, der Bürgermeister Wagner ein Bild, gemalt von Karl Moderer, übergeben konnte. Die kulinarische Versorgung beim Dorfwirt war perfekt, Stimmung hervorragend und so manche Erinnerungen wurden ausgetauscht. Das ist dann schon gigantisch, wenn du dann einmal so durchschaust, die Bilder anschaust. Ja, für jeden, der so geht, ah, was war das? Klasse, schön. Ja, und wir haben ja eigentlich ja immer auch eine Freude gehabt beim Marina zusammen. Jeder, und das brauchst du bloß reinschauen, was los ist. Es freut sich einfach jeder. Unterm Strich ein herrliches Beisammensein. So wurde noch das Projekt von Leitner für von Leitner vorgestellt. Und weil es Ostern ist, haben schließlich die Ratscher noch den Brauch zelebriert. Das Franz-Feld-Grill-Stadion ist nicht nur Hotspot für den Fußball, sondern auch gesellschaftlicher Treffpunkt vieler von Leitnerinnen und von Leitnern. Die Kantine spielte und spielt dabei immer eine besondere Rolle. Nun wurde sie neu adaptiert und im Zuge dessen ein Bild, gestaltet von Karl Moderer, des unvergessenen Kantineurs Winnie Dulski, mit seinen beiden Engeln Monika und Karin enthüllt. Ein schönes Zeichen des langen Miteinanders. Die Kantine wiederum wurde komplett umgestaltet. Ja, wir waren einfach mit der Gesamtsituation nicht mehr glücklich, weil wir gesagt haben, wir haben zwar eine schöne Front zum Fußballplatz hin, damit eben die Leute zuschauen können, aber es war eben immer zu wenig. Und die Plätze, die wir gehabt haben, die waren eben zum Teil nicht optimal genutzt. Das heißt, schaut euch das einfach mal an, was wir da herunten machen. Kommt aber die Jugendspiele vorbei. Wie gesagt, die neue Kantine, die Inbesitten ist eh schon seit ein paar Jahren da. Immer wieder, wir haben Platz genug, wir haben Personal, die euch dann auch gut bedienen können bei den Spielen. Kommt einfach mal vorbei, saugt die Atmosphäre auf und unterstützt unsere Jungs. Ein Dank gab es an den Künstler des Bildes und Lob von den zahlreichen Gästen. Schön, dass sich der SV von Leiten auch über Fußballfans freuen können, die wem die Daumen halten. Für SV von Leiten. Seit ich klein war, habe ich immer Fußball geschaut. Und seitdem bin ich noch ein richtiger Experte davon. Zu jeder Zeit wunderschön präsentiert sich unser Hauptplatz. Ein ganz besonderes Flair gibt es zusätzlich dann, wenn Veranstaltungen dort stattfinden, so wie hier der Flohmarkt der Wirtschaftsinitiative von Leiten. Die Besucherinnen und Besucher können in aller Ruhe durchschmökern, was die zahlreichen Ausstellerinnen und Aussteller so alles bieten. Die Leute kommen, sie sind happy. Die Standler, sagen wir so, sind froh, dass wir da kommen dürfen. Sie haben gewartet 2 Jahre. Und muss ehrlich sagen, sie sind ganz gierig, wieder Markt fahren zu dürfen. So gierig, unter Anführungszeichen, die Marktfahrer auch waren, so sehr haben die Besucherinnen und Besucher das Flanieren durch die Stände genossen. Den nächsten Flohmarkt wird es dann Anfang Herbst geben, auf den sich sicher auch wieder alle freuen werden. Thank you.
Auftakt in den traditionellen von Leitner Musikfrühling, hieß es am 28. April beim Schweizer Hof. Und der lässt die Herzen der Musikliebhaber, aber auch des gemütlichen Beisammenseins höher schlagen. So der Organisator dieser Musikreihe, Maximilian Petreschek. Wir freuen uns alle sehr. 2022 hat es endlich geklappt. Wir haben es 2020 probiert, 2021 auch. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind froh. Wir haben 6 tolle Veranstaltungen mit tollen Musikgruppen. Und ich glaube, es freuen sich die Musiker sowie das Publikum sehr, dass endlich wieder was los ist in von Leiden. So wie hier beim Start des Musikfrühlings mit den Labochern und der Gruppe Otto Greiner gibt es 6 Veranstaltungen dieser Art mit insgesamt 11 Musikgruppen aus der Region, die die Gäste bestens unterhalten. Ich wünsche dem Publikum ganz viel Spaß, eine gute Unterhaltung, einen guten Durst für die Wirten und einfach, dass wir endlich wieder zusammenkommen können und den Musikfrühling in von Leiden genießen können. Kommt Freude auf für die Fans der Oldtimer, auch wenn das Wetter am 22. April bei der Durchfahrt der Südsteiermark-Klassik absolut mies war, machten die zahlreichen Promis des Feldes eine kurze Pause und stärkten sich. Jahre gibt es diese Veranstaltung schon, ein kleines Jubiläum sozusagen, und trotz Dauerregen kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Hauptplatz, staunten, freuten sich und gaben so dem Tross eine würdevolle Kulisse. Jetzt wird's sportlich, meine Damen und Herren. Wir waren zu Gast beim Jugendtrainingslager des SVMM von Leiten in Maria Lankowitz. Zu Beginn der Osterferien stand das traditionelle Jugendtrainingslager des SVMM von Leiten über 4 Tage auf dem Programm, und zwar in der schönen Weststeiermark, genauer gesagt in Maria Lankowitz. Das Organisationsteam rund um Jugendleiter Thomas Jaritz hat alles perfekt vorbereitet. Eine besondere Herausforderung in Zeiten wie diesen. Diesmal haben wir uns, glaube ich, selbst ein bisschen übertroffen. Mutig waren wir trotzdem, weil wir sind heute hier mit 121 Köpfen, davon sind 87 Spieler. Das ist eine unglaubliche Anzahl, die wir da jetzt managen. Und wenn man heute durchs Jufa geht, wo wir untergebracht sind, schon seit vielen Jahren, dann ist es für uns einfach lässig, wenn wir da empfangen werden. Und wenn wir 87 Kinder da haben, dann hört man die nicht einmal. Also man glaubt gar nicht, dass so viele Kinder im Haus sind. Für die Gastgeberin und Chefin des Hauses, Monika Heinrich, ist es schon seit 10 Jahren eine Freude, die von Leitner Mannschaften als Gäste bei sich zu haben, wird hier doch einiges geboten. Es ist, du bist in 7 Minuten am Kunstrasenplatz oben, du hast die Sporthalle, du kannst gleich direkt vorm Hotel ist der See, die sind in 2 Minuten am See, dass eine Runde laufen können in der Früh. Und natürlich, wenn es regnet, so wie wir vorgestern Regenwetter gehabt haben, das ist natürlich immer ein Problem, wenn du mit 87 Kindern unterwegs bist, da ist die Sporthalle, dann haben sie Kinder toll in der Sporthalle im Seminarraum, haben sie dann ihre Feedbacks gegeben, wie das Training war und so. Nein, und die Begeisterung, die Trainer sind einfach voll Begeisterung dabei. Also das ist schon eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Ich habe eine sehr große Freude. So spielt neben dem sportlichen Training auch der Gemeinschaftsaspekt eine wesentliche Rolle bei diesem Projekt, sind sich auch alle Jugendtrainer einig. Es ist sehr, sehr wichtig, und zwar nicht nur für die Jungfußballerinnen und Jungfußballer, sondern auch für die Trainer, weil man einfach nicht nur den fußballerischen Aspekt hat, sondern auch den Teambuilding-Aspekt, und dass man da gemeinsam, dass der Jaritz Tom, der Jugendleiter, das gemeinsam für alle aus der Jugend auf die Bühne gestellt hat und zusammengebracht hat, ist einfach super. Das ist sehr, sehr wichtig, denke ich. Damit alles so funktioniert, haben auch viele mitgeholfen, und so manche Eltern haben es sich nicht nehmen lassen, ihren Kids einen Besuch abzustatten. Wir schaffen da in Lankowitz für unseren ganzen Nachwuchstross eine kleine heile Welt, und das ist einfach super, jetzt da ohne Masken endlich einmal miteinander was zu veranstalten und miteinander was zu erleben. Und das Ergebnis ist dem SV von Leiten geglückt.
für 87 Kinder und Jugendliche, die nach einer restriktiven Zeit die Freiheit, Sport, Spiel und Spaß so richtig genießen konnten. Wir bleiben im Grünen, meine Damen und Herren, wechseln jedoch vom Fußballrasen in den Klostergarten. Wolfgang Weingerl, Obmann des Obst- und Gartenbauvereins, erzählt uns kurz die Geschichte des sogenannten Frontleitner-Apfels und wie man diesen veredelt. Es gibt ja eine große Zahl von Obstsorten. Also allein im Alpenraum sind ja ca. 600 Apfelsorten bekannt, die zertifiziert sind, und es entstehen immer wieder neue Apfelsorten. Und seit kurzem gibt es eine Apfelsorte, die Frontleitner-Apfel heißt. Da muss man dazu sagen, ein Apfel ist ja bereits ein Nachkomme, der zwei Elternteile hat und ist nie gleich wie Vater- oder Muttersorte. Das ist schon ein neues Lebewesen. Und genauso entstehen diese Apfelsorten. Genauso ist eben auch der Frontleitner-Apfel entstanden. Wir wissen nicht einmal, welche Elternsorten das waren genau. Aber auf jeden Fall gibt es den jetzt. Und von diesem Mutterbaum nehmen wir jetzt dann Edelreiser und veredeln Frontleitner-Apfelbäume. Ist eine interessante Obstsorte, ist ein Spätapfel, der Ende Oktober ohne weiteres noch am Baum hängt. Er ist recht froststabil. Er kriegt bis jetzt keine Krankheiten. Er ist ein interessanter Apfel vom Säure-Zuckerwert. Also eine spannende Apfelsorte, und wir werden schauen, dass wir den möglichst verbreiten, dass der Frontleitner-Apfel nicht nur in Frontleitner steht, vielleicht auch in anderen Bezirken. Veredeln ist deswegen notwendig, weil eben der Apfel, der Kern im Apfel, bereits genetisch was Neues ist, ein neues Lebewesen. Deswegen muss man einen Klon, also etwas genetisch Exaktes, auf eine Unterlage hinauf veredeln. Das sieht man da jetzt bei dem Baum im Hintergrund. Sieht man das ganz deutlich. Hier ist eigentlich der Wödling, wie man sagt, oder die Unterlage, wie der Veredler sagt. Und auf dem wird dann eine Edelsorte hinauf veredelt. Die Unterlage bestimmt mir, wie groß der Baum wird, wie krankheitsrobust er ist, wie viel Nährstoffbedarf er hat, wie viel Trockenheit er verträgt. Und die Edelreis hinauf, sagt man, das ist die Apfelsorte. In dem Fall ist es ein Bonapfel, eine typische Mostobstsorte unserer Region. Sehr dankbare Sorte. Und dieses Verbinden von zwei Lebewesen, die Unterlage und das Edelreis, das zeigen wir euch jetzt dann. Und das ist übrigens ein Baum, der gehört in jeden Klostergarten. Das ist eine Pastorenbirne. Ist ein Pflichtexemplar für jeden Klostergarten. Und hier haben wir jetzt den Mutterbaum, von dem alle genetisch gleichen Edelreiser geschnitten werden und auf Unterlagen hinauf veredelt werden. Das Original ist leider einer Bautätigkeit zum Opfer gefallen. Aber das ist jetzt unser Mutterbaum, und von dem nehmen wir jedes Jahr Edelreiser. Das zum Beispiel ist ja auf Blütenknospen determiniert. Also das sind schon Blütenknospen, das geht nicht als Edelreis. Das hinten sind Blattknospen, und die gehen als Edelreis. So, und jetzt kommen wir zu dem Platz, wo wir einen Obstbaum veredeln. Das ist ein Edelreis. Das ist im Winter geschnitten worden, in der Saftruhe. Und dieses Edelreis wird auf eine Unterlage hinauf veredelt. Die habe ich jetzt da in einem Kübel drinnen. Nehmen wir einen stärkeren da gleich. Und unser Ziel ist, diese zwei Lebewesen miteinander zu verbinden. Das heißt, der Wurzelstock soll man einen Teil des neuen Obstsorte tragen. Ich muss das ein bisschen eindrehen. Ganz wichtig ist beim Veredeln, dass man in der Schnittfläche keinen Schmutz einbringt, weil alles, was Erde ist, hat Keime drinnen, und die sind natürlich kontraproduktiv, weil ja dort keine Verwachsung stattfinden kann. Das ist ein Veredelungsmesser, das ist einseitig geschliffen, soll natürlich perfekt schneiden, und mit dem mache ich einen Schrägschnitt, und beim Edelreis genauso, und diese zwei werden miteinander verbunden.
Das ist dann eigentlich alles, was übrig bleibt, der Wurzelstock und diese kurze Stummel, auf den das Edelreis hinaufkommt. Und dann nehme ich das Edelreis und schaue, wo passt das vom Durchmesser circa zusammen. Das gefällt mir da ganz gut. Ich lege das auf die Seite. Und mache da auch einen Schrägschnitt. Dann schauen wir, ob das zusammenpasst. Noch nicht ganz, müssen wir nochmal nachschneiden. Jetzt schaut es gut aus. Diese zwei Teile werden miteinander verbunden. Da ist eine Blattknospe, die soll in der Veredelungsstelle drinnen sein. Und eine zweite Blattknospe weiter oben. Das Ganze besser haltet, macht man eine Gegenzunge. Das heißt, ich mache wie ein Puzzleteil, mache in der Mitte eine, so eine kleine Lippe. Muss natürlich aufpassen, dass man da nicht die Finger erwischt. Und das gleiche auch bei der anderen Seite. Und dann kann ich diese zwei Teile ineinander schieben. Einfach eine mechanische Fixierung. So sind diese zwei Teile, die muss ich jetzt miteinander umwickeln, damit es dicht auf dicht liegt. Hab da so einen Veredelungsgummi, der nicht lichtecht ist, das heißt, der bröselt man dann runter und kann nicht einwachsen. Das wird dann wirklich schön übereinander liegen. Das eine Auge des Edelreises muss frei bleiben, weil das soll er dann durchtreiben, weil aus dem wird er der zukünftige Stamm des Baumes. Und das ist der frisch veredelte Baum. Bis daher ist es die Unterlage und da herum ist es das Edelreis. Jetzt muss ich gegen das Vertrocknen, muss ich das noch sauber verschmieren, damit das nicht zurücktrocknet und die Augen kaputt werden. Und dann kommt es schon in die Erde und soll heuer durchtreiben. Und aus dem wird dann ein von Leitner Apfelbaum, der dann in Zukunft auch hoffentlich Saft, Most und vielleicht sogar einen von Leitner Edelbrand produzieren kann. Ja, und zum Abschluss unserer Mai-Sendung, meine Damen und Herren, gibt es was fürs Gmiert. Ein paar wunderschöne Sequenzen aus dem fantastischen Konzert des Musikvereins von Leiten, Bella Italia im Volkshaus. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich, sage danke, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind und freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal auf von Leiten Skyline. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.